Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es ein leckeres Video. Eigentlich ist es nicht lecker, weil es geht um Sachen, die ich aufgegessen habe. Aber es ist eine aufgemampft Special XXL Edition. Digga, ich habe so Hunger, ne? Und wenn ich diese ganzen Sachen sehe, denke ich, okay, krass, ich esse echt viel Naschkram. Aber ich denke auch, was denke ich? Ich kann eigentlich an gar nichts denken, außer daran, dass die Sachen lecker sind. Heute gibt es auf jeden Fall eine aufgemampft Special Edition mit Knabbersachen, mit süßen Sachen. Ja, Mann, purer Knabber. Süßkram, Mampfa, Spaß, Special Edition, jetzt! Ja, Dickies, hungrig so ein Video machen ist natürlich immer so eine Sache, aber das soll uns nicht daran hindern, darüber zu reden. Ich zeige euch jetzt ganz viele Sachen, die ich mag, die ich nicht mag. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich die Sachen Hammer mag und alle empfehlen kann. Wenn es nicht so ist, sage ich euch das, anstatt bei jeder Sache zu sagen, das mag ich und kann ich empfehlen. Ich mag alles und kann alles empfehlen und wenn etwas dabei ist, was ich nicht so mochte, sage ich es euch. Und es fängt an mit Waffeletten, knuspriger Waffelgenuss, ganz wichtig, Vollmilch, kleine süße runde Kekse. Isst du alleine, kannst du ganze Packung essen oder du kaufst sie, machst ein Kaffeekränzchen mit Familie oder Freunden. Hammerleckere Kekse. Ich spüre das richtig gerade in meinem Herzen und in meinem Mund, wie sie schmecken. Ich bin ganz hyperaktiv, weil so viel Essen um mich herum ist. Ich spüre, wie sie schmecken. Hammerlecker, hammerwichtig mit Vollmilch. Richtig tolle Kekse kann ich empfehlen. Kann ich bei allem, weil alles fast eigentlich lecker ist, glaube ich. Dann Tortilla-Chips gesalzen von Lidl. Die Sachen gibt es alle bei Lidl oder Edeka. Müsst ihr mal abchecken. Und die sind echt lecker. Das sind richtig frische, knusprige, nice Tortilla-Chips, die du sogar alleine knabbern kannst, ohne Dip, weil sie so lecker sind. Und die mag ich auch sehr gerne, hole ich auch immer wieder mal von Lidl. Dann etwas, was ich sehr lange nicht gegessen habe, dann letztens gekauft habe und jetzt leichtsüchtig danach bin. Tuck-Kekse. Die haben irgendwas an ihrer Formulierung geändert. Ich kenne die noch aus meiner Kindheit, aber Tuck-Kekse sind so lecker. Ich schaff's meistens nicht, Diggis, weniger als eine Packung zu essen, ne? Und das ist halt schon krass. Eine Packung hat 478 Kalorien. Eine Kekspackung, weißt du? Und die machen ja nicht mal unendlich satt, aber es ist so ein toller Knabberspaß. Einer meiner neuesten Favoriten. Ich habe jahrelang keine Tuck-Kekse mehr gekauft, aber jetzt wieder. Und wenn ihr mal so einen Keksgenuss sucht oder ihr fahrt mit euren Kindern picknicken, seid unterwegs auf der Straße. Tuck-Kekse sind euer Retter und Freund in der Not, wenn ihr Hunger habt und es euch nach knusprigen Knabbergelüsten im Herzen sehnt und ruft. Dann auch meine Lieblingssüßigkeit von Haribo, glaube ich sogar. Ich glaube, das ist mal das Liebste, was ich von Haribo habe. Happy Cherries. Kirschen, hammerlecker, richtig nice, mag ich sehr gerne. Das ist meine Lieblingssüßigkeit von Haribo. Das sind diese Kirschsüßdinger, weißt du? Du weißt, grün und rot und sehr lecker. Für die scharfen Gangster unter euch. Von Funny Frisch, Chips Frisch, Pepperoni. Sehr leckere Chips, haben einen schönen, guten Pepperoni-Flavor. Ich schaffe es nie, eine Packung Chips komplett leer zu essen. Also das liegt mir nicht so. Früher konnte ich das, heute nicht mehr. Ist vielleicht besser so. Falls ihr Pepperoni mögt, sind diese Funny Frisch Pepperoni-Chips von Chips Frisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die hier sehr lecker und scharf. Ein knabbriger Genuss. Knabbrig, alles klar. Weiter geht es in der Chips-Fraktion, auch von Funny Frisch Salt and Vinegar, also Salz und Essig, alles klar, ich muss Englisch lernen. Habe ich irgendwann mal früher probiert und dachte mir, Salz und Essig, Digga, hammer komisch, aber das hat so einen pervers guten Geschmack. Ich kann ihn euch nicht beschreiben, aber so Salz und Essig-Chips sind richtig nice. Und die hier von Funny Frisch kann ich auch empfehlen. Falls ihr mal was anderes probieren wollt, testet das gerne aus. Leckere, frische Chips. Es geht weiter in der Chips-Fraktion. Chips frisch gesalzen, auch leckere Chips. Damals dachte ich auch das erste Mal, bevor ich sie probiert habe. Gesalzene Chips, okay, spannend. Aber dann habe ich sie probiert und auch die mag ich sehr gerne. Kaufe ich mir auch immer wieder nach. Alle diese Chipsorten sind echt fresh von Funny Frisch. Die machen gute Knabbersachen, Digga. Falls ihr salzige Gangster seid, kauft euch die gesalzene. Dann haben wir hier etwas, was ich gar nicht mochte. Die erste Sache, die ich überhaupt nicht empfehlen kann. Beef Jerky Original. Das ist so Fleisch, so ein Snack. Ich weiß nicht, ihr kennt ja diese Stikados, die ich gerne mag. Die finde ich echt cool, aber nur mit Hühnchen. Und das hier sind auch so geräuchert. Geräuchert ist eh nicht so mein Bereich. Und mit so einer Marinade und nee, das sind so Fleischstücke getrocknet und mochte ich überhaupt nicht. Fand ich ganz komisch. Dann Cashewkerne geröstet und gesalzen von Lidl mag ich auch sehr gerne. Zwischendurch, Dicky, so ein kleiner Nussgenuss. Gönn dir so, ne? Aber auch hier, Achtung, Achtung, Kalorienfalle. Hier sind 1000 Süßigkeiten um mich rum, aber sei vorsichtig. Aber da war ich auch überrascht. Guck mal, eine Packung hat 150 Gramm. 100 Gramm haben 618 Kalorien. Ich glaube, eine Pizza hat 900. Überleg mal. Und so eine Packung ist echt schnell weg, ne? Weißt du Bescheid, aber die sind sehr lecker. Und Cashewkerne geröstet und gesalzen.
Oh, könnte ich dann baden. Dann ganz normale Salzstangen. Okay, das war, ich habe die Packung nicht richtig aufbewahrt. Ja, Vollkornsalzstangen. Die Originalen von der Marke. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, von Lorenz, Digga. Lorenz, normal. Ich kenne meine Knabbermarke. Salzstangen. Immer wieder ein guter Snack zwischendurch. Auch von Lorenz ein knuspriger Salzstangengenuss. Mini-Salzstangenbrezeln. Das sind für mich die besten Salzstangenbrezeln, die ich kenne, weil sie nicht zu viel Salz haben, weil sie keine dicken Salzkörner haben. Es sind einfach knusprige, perfekte Brezeln. Und ich würde gerade mir so sehr wünschen, dass ich welche habe. Leider habe ich keine, weil ich alles schon aufgegessen habe. Aber falls ihr richtig leckere, qualitativ hochwertige Mini-Brezeln sucht, nehmt von Lorenz. Dann habe ich hier etwas gehabt. Schweizer Käseröllchen. So sah das aus. Ich habe das mal irgendwo anders gegessen, als ich zu Besuch war. Und da war es echt lecker. Die hier fand ich halt durchschnittlich. Ich habe sie dann auf Krampf knabbert, weil ich mega Hunger hatte. Aber ich würde sie, also ich würde sie nochmal kaufen, aber ich bin mir sicher, es bessere. Die waren halt mal ganz okay. Dann habe ich hier Bake Rolls Knoblauch, so ein Knuschbackkram. Den fand ich auch ganz okay. Irgendwie sind mir Brotchips auch zu hart, Digi. So mit meinen Zähnen und so feiere ich so einen Knabbergenuss nicht so. Was früher mochte ich sowas mal, aber mittlerweile finde ich so Brotchips meistens zu hart. Aber sie sind lecker, geht auf jeden Fall klar, aber da bevorzuge ich andere Knabbersachen. Dann einer meiner All-Time-Favorites. Goldfischli Sesam. Das ist so lecker. Das ist einfach so ein Sesam-Snack. Auch von Funny Frisch. Digga, Pudis, gib mir mal ein bisschen Schimmersüßigkeit. Gönnt mir doch mal. Auf jeden Fall, das ist eine meiner liebsten Knabbersachen. Und man schmeckt den Sesam auch nicht so krass. Also falls ihr Sesam nicht so gut findet, geht das trotzdem völlig klar. Das ist so, das ist ein richtig guter Knuspergenuss. Den kann ich gar nicht erklären, aber es ist ein toller Knuspergenuss und einer meiner liebsten Knusperreihen. Dann, nicht zu unterschätzen, Pickup Schoko. Irgendwann fing Pickup an mit komischen Sorten, Vanille und dies und gemischt. Nein, bleib beim Original Pickup Schoko. Guter Snack zwischendurch, wenn du unterwegs bist, auf Reisen, wenn du als Notfallsnack in der Handtasche, sehr, sehr gut geeignet. Mag ich sehr gerne und knabber ich auch gerne mal so zwischendurch. Und so ein Keks, einfach manchmal sind die krassen Sachen im Leben einfach dezent. Ein knuspriger Keks, Vollmilchschokolade dazwischen, los geht dein Knuspergenuss. Kann ich empfehlen, mag ich sehr gern. Dann, das fand ich so schade, habe ich mir das erste Mal nach bestimmt über 10 Jahren, wenn nicht noch länger, Prinzenrolle gekauft. Erstens haben sie den Prinzen darauf verändert, meine ich. Ich meine, das sah früher anders aus. Ich hasse das, wenn Verpackungen sich verändern, obwohl ich kenne die immer auf eine Art und Weise und dann sind sie anders. Das bringt mein ganzes System im Kopf durcheinander. Und ich glaube, die haben die Formulierung geändert, weil, Digga, ich mochte die Kekse überhaupt nicht mehr. Ich habe früher, wäre ich für Prinzenrolle gestorben. Ich habe die in Milch gedippt, ich habe die Kekse abgeknabbert, dann die Schokolade. Ich konnte eine ganze Packung essen über den Tag verteilt, aber ich weiß nicht, ob sie die Formulierung geändert haben oder ob sich mein Geschmack geändert hat, aber ich mochte es gar nicht mehr. Hat mir nicht gefallen. Falls ihr nussige Gangster seid, Studentenfutter Classic von Lidl geht auf jeden Fall auch klar. So Studentenfutter, gerade so günstigere, haben immer mehr Rosinen und so Cranberries und so ein Kram drinne. Hier ist es auch so, aber ich finde, es ist im Mischungsverhältnis gut. Es gibt auch so Studentenfutter-Sachen, die sind so, da hast du fast nur Rosinen und ganz wenig Nüsse. Hier ist das im Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall okay und das kann ich auch empfehlen. Schoketten Edelvollmilch von Schatzi, eine seiner Lieblingsschokoladensachen. Ist für mich eine Schokolade, die ist ganz cool, aber es gibt bessere, aber man kann sie auf jeden Fall essen. Ja, die gießt Oreo, wisst ihr, ne? Erzähle ich euch immer wieder von. Oreo, die originalen Kekse, nicht die dicken, nicht die dünnen, sind auch alle cool, aber die originalen sind einfach die besten und ich habe auch mal lange keine mehr gegessen, Mann, mein Herz sehnt sich so sehr. Oreo-Kekse. Ich glaube sogar, das sind unter den Top 3 meine allerliebsten Kekse, sind die auf jeden Fall. In den Top 3 meiner liebsten Kekse sind auch diese Leibniz-Mini-Schoko-Kekse. Das ist so Pickup-Prinzip, weißt du? Keks, Vollmilchschokolade, nur mit Vollmilch, fertig. Sehr lecker, knuspriger Keks, Genuss zwischendurch mit einer Prise süßer Vollmilch. Sehr leckere Keksempfehlung und auch in den Top 3 meiner Kekse. Ich weiß nicht auf welchem Platz, aber ich mag sie sehr gerne. M&M's habe ich als Kind schon gefeiert, feiere ich immer noch. Am liebsten die gelben mit Peanut, also Erdnuss in der Mitte. Bitte sag, dass es Erdnuss ist. Es ist Erdnuss, alles klar, ich bin manchmal unsicher. Erdnuss, umgeben mit Vollmilchschokolade. Es ist eine Mischung aus Knusper und süß und perfekt. Und ich liebe die gelben M&M's über alles. Walnusskerne zwischendurch, auch von Lidl, gehen klar. Packst du in dein Müsli, knabberst du so zwischendurch. Kannst du vieles mitmachen. Kann ich auch empfehlen. Lidl, Walnusskerne, kein Ding. Dann habe ich euch das schon öfter gezeigt von DM. Joghurt-Reiswaffeln sind meine liebsten Reiswaffeln. Ich dachte auch erst, okay, Bio-Joghurt-Reiswaffeln, das kann nicht schmecken. Aber es schmeckt und das habe ich euch schon öfter bei meinen DM-Hauls gezeigt. Viele Follower haben das nachgekauft und mochten es auch sehr gerne. Eine süße Mischung, nicht zu süß, auch nicht komischer Joghurtgeschmack, sondern echt eine schöne Süßigkeit. Corny-Nussriegel. Digga, da ist gerade ein Krümel runtergefallen. Man weiß ja nie. Ja.
Korn-Genussriegel. Fand ich in meiner Schulzeit so gut, habe ich mir so oft am Kiosk gekauft. Finde ich mittlerweile nur noch so, nee, ich glaube, es gibt bessere Riegel. Ist okay, würde ich mir kaufen. Ist auch okay als Notfallsnack in der Handtasche. Aber irgendwie befriedigt der mich nicht so mit seinen Nüssen und diesem klebrigen, komischen. Also feiere ich auch nicht mehr so krass. Aber könnt ihr gerne abchecken, falls ihr Bock auf Nuss-Müsli-Riegel habt. Mini-Oreos hat mir eine Followerin zugeschickt. Vielen Dank nochmal. Danke an alle Follower, die mir meine Lieblingssüßigkeiten und so schicken. Mag ich auch sehr gerne. Ist eine gute Mischung. Kleine, süße Oreo-Kekse. Kannst du auch mit Milch mischen, mit Kelloggs, dies, das. Fand ich sehr lecker. Würde ich mir wieder kaufen und kann ich empfehlen. Schokobons, wisst ihr, auch einer meiner Abs-Favoriten. Kann man immer wieder haben. Hier, Big Pack habe ich mir extra gekauft. Große Packung. Digga, ich kann nicht verstehen, wenn Menschen Schokobons nicht mögen. Das würde mich echt wundern. Ich liebe Schokobons und mag sie sehr gerne und kaufe sie auch immer wieder. Wenn ihr Lust habt auf so schöne Vollmilchschokolade mit Milchgeschmack, Schokobons. Und als letzte Süßigkeit, auch eine meiner Favoriten, habe ich euch, glaube ich, noch nie gezeigt. Snickers Bites. Das sind so ganz kleine Mini-Snickers, Digga, so groß. Und du hast so einen Snickers-Genuss. Manchmal so einen ganzen Snickers, da wird mir schlecht so, ne? Aber so eine Tüte hiervon, gar kein Problem. Wenn ihr Snickers mögt, Karamell, Schokolade, Erdnüsse, hammergute Mischung. Danke an den Erfinder davon. Kauft euch Snickers Bites. Das sind so kleine Snickers. Ihr werdet es nicht bereuen. Wenn Erdnüsse und Karamell und Vollmilch euer Ding ist, checkt das ab. Ja, das war jetzt so eine Knabber XXL Edition. Alles, was ihr da gesehen habt, habe ich selber gegessen. Alles klar. Jetzt habe ich aber auch kaum noch Naschkram. Ich muss mal demnächst wieder los. Aber jetzt wisst ihr so, was dabei ist. Die meisten der Sachen feiere ich und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr Erfahrung mit den Süßigkeiten habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt für so Special Aufgemampft Editions, schreibt mir das auch gerne. Ich bin echt hyperaktiv so, ne, weil mich dieses ganze Naschi nervös macht. Das merkt ihr, ne? Ich bin echt so ein bisschen neben der Spur. So Aufgemampft Special Editions finde ich auch immer ganz cool. So wie Knabbersachen, Fertigessen wird auch noch kommen oder Frühstücksedition und, und. Oft zeige ich euch altbewährte Sachen, die ich feiere und immer wieder nachkaufe und mag. Manchmal Neuigkeiten, manchmal so, manchmal Fehlkäufe, immer mal wieder verschieden. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen mit den Produkten. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und ich bin gespannt auf eure Kommentare und freue mich auf eure Kommentare. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.